Am Institut für Gerätesysteme und Schaltungstechnik an der Universität Rostock wird im Projekt SUIT an alternativen Kühlmethoden für die Elektronik geforscht. Die Idee zu dem Forschungsprojekt basiert eigentlich auf einer Grundlagenforschung, die wir schon vor vielen Jahren hier am Institut für Gerätesysteme und Schaltungstechnik durchgeführt haben, über die sogenannten Latentwärmespeicher. Latentwärmespeicher kennt man eigentlich aus dem täglichen Gebrauch. Das sind zum Beispiel diese Heizkissen, die man im Winter benutzt, um die Hände zu wärmen. Und wenn die hier bewegt werden, hier sind so kleine Plättchen drin, dann entsteht hier also Wärme, weil die Flüssigkeit anfängt zu kristallisieren. Ist es möglich, die Temperatur für eine bestimmte Zeit konstant zu halten während dieses Phasenwechsels? Und wir haben nun überlegt, ob man diesen Effekt nutzen kann, um elektronische Systeme, elektronische Baugruppen zu kühlen. Allerdings nicht wie hier bei 60 Grad oder bei 5 Grad, sondern möglichst bei den Temperaturen, die für die Elektronik vorteilhaft sind. Und da sind Temperaturen zwischen 80 und 120 Grad sinnvoll. Notwendig ist das, weil viele Elektronikgeräte heute sehr viel Wärme produzieren. Man kennt das vielleicht vom Smartphone. Wenn das geladen wird, dann wird das sehr warm. Oder auch der Laptop, den man benutzt, wird sehr warm. Und diese Wärme, vor allen Dingen auch die Wechsel zwischen warm und kalt, die reduzieren die Lebensdauer der Elektronik. Das heißt, die Elektronik verschleißt dadurch und geht schneller kaputt. Und eine Alternative für diese Kühlung wäre zum Beispiel, solche Phasenwechselmedien zu benutzen, wenn wir welche finden, die also genau die richtige Temperatur für unsere Elektronik haben. Und diese Medien, diese Stoffe kann man dann direkt auf die Baugruppe, auf die Elektronik beschichten. Und wenn jetzt ein Transistor oder ein Widerstand besonders warm wird, dann würde dieses Phasenwechselmedium, dieser Latentwärmespeicher, durch seinen Phasenwechsel die Energie zunächst aufnehmen, solange bis alles geschmolzen ist. Und erst dann könnte die Temperatur wieder weiter steigen. Und das haben wir im Labor zunächst in der Grundlagenforschung ausprobiert, haben dann gesehen, dass das auch funktioniert. Wir haben das auch berechnet und simuliert und sind dort auf Stoffe gestoßen, die für die Elektronik besonders günstig sind. Und das sind zum Beispiel diese als Zuckerersatzstoffe aus der Lebensmittelindustrie bekannten Zuckeralkohole. Hier sehen wir solch ein typisches Produkt. Das sieht auch aus wie normaler Zucker, also solche weißen kristallinen Körnchen. Und diese Stoffe gibt es also mit Schmelzpunkten auch zwischen 80 und 180 Grad. Und wir sind also in unserer Forschung jetzt dabei herauszufinden, welche Stoffmischung, welche Varianten hier für die Elektronik am geeignetsten sind. Wir gehen also davon aus, dass wir in einigen Bereichen die klassische Kühlung durch Luft und durch Gebläse ersetzen können. Wir sind allerdings auch sicher, dass es nicht für alle Anwendungen entsprechend funktionieren kann, weil dieses Prinzip des Latentwärmespeichers immer nur dann funktioniert, wenn die Wärme nur kurzzeitig vorhanden ist. Das heißt, wir können in den Spitzenphasen Wärme als chemische Energie im Latentwärmespeicher aufnehmen. Diese muss dann aber später wieder in der Phase, wo abgekühlt wird, abgegeben werden. Es gibt natürlich auch Geräte und Systeme, die ständig unter hoher Temperatur und auch bei hohen Umgebungstemperaturen funktionieren müssen, zum Beispiel im Automobil, wenn ich dort an Bremsen oder Ähnliches denke. Dafür ist diese Entwicklung nicht geeignet, weil wir dort also eine ständige Wärmeabfuhr realisieren müssen. Das geht mit diesen Latentwärmespeichern nicht.